Komm schon. Hat er seinen Skin gewechselt? Was? Oder war das nicht der Astronaut eben? Jawohl, 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 jawohl. Yes, wir haben ihn. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Nochmal. Wo ist er? Ich grüße euch Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich den neuen Raketenwerfer finden. Ich begebe mich gleich auf die Suche und versuche für euch ein oder zwei coole Aufnahmen damit zu machen. Also viel Spaß mit dem Video. So, ich lande mal bei den Fatal Fields, also ich steuere die gerade mal an. Ich will so ein bisschen ausseits landen, weil ich so ein bisschen meine Ruhe haben möchte, um den neuen Raketenwerfer zu finden und damit vielleicht so ein paar coole Aktionen zu machen. Er soll ziemlich selten sein, den gibt es nur in Schatztruhen und in Airdrops und ich hoffe mal, dass ich einen finde, um dann in diesem Video mal so ein paar coole Szenen zeigen zu können. Hat er seinen Skin gewechselt? Was? Oder war das nicht der Astronaut eben? Wow! 260 Meter! Was? War das nicht eben der Astronautenskin? Also der schwarze Reisende oder wie der heißt. Keine Ahnung. Oh mein Gott, dieser Headshot. 260 Meter, Alter. Ich glaube, das ist mein persönlicher Rekord gerade. Ich weiß es nicht. Nice. Kann ich hier noch looten? Ich bin gerade voll verwirrt irgendwie. Ich dachte, ich hätte erstmal einen Astronauten gesehen. Ich weiß nicht. Ich guck mir die Aufnahme gleich nochmal an. Mega verwirrend irgendwie, aber ja. Okay, sind nur noch 14 Leute übrig, beziehungsweise 13. In den Gamefiles habe ich übrigens noch zwei neue Items gefunden. Die Leaks diesmal sind eigentlich ziemlich spartanisch, deswegen erzähle ich euch von diesen beiden neuen Items. Und zwar ist es einmal eine Flare Gun. Es ist keine Waffe, sondern einfach ein Flare, also ein Leuchtsignal, welches man in die Luft schießt und dann entsprechend unterschiedliche Logos oder Emotes in der Luft dargestellt werden. Ja, ich kann euch mal kurz mal einblenden, wie es in einem anderen Game aussieht, bei Dauntless. Dort habe ich zum Beispiel auch einen Custom Flare, weil ich bei dem Spiel Partner bin. Und so
könnte es hier auch aussehen. Ich weiß aber nicht, ob man eigene Logos auch einbinden kann. Und die andere Waffe, also es ist keine Waffe, aber es ist eine Spraygun. Und mit dieser Spraygun kann man ganz normal wie bei allen anderen Shootern, zum Beispiel Overwatch oder CS, einfach Sachen irgendwo hinsprühen. Zum Beispiel hier an einem Baum einfach so ein eigenes Logo oder irgendwas in die Richtung. Und da ist auch die Frage, ob man dort die Logos irgendwie sich freispielt oder irgendwie eigene Sachen reinsetzen kann. Ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal, dass die einzelnen Spray-Logos und so weiter im Spiel freigeschaltet werden. So wie die Emotes quasi. Ja, also einfach diese Bilder, die man so nach vorne wirft. Okay, der Sniper-Shot war jetzt nicht so geil. Rocket. Oh, ich will ihn haben. Den Raketenwerfer von ihm haben. Oh boy. Komm. Jawohl. Yes, wir haben ihn. Oh, ich bin nicht aufgeregt. Ich bloß nicht draufgehen gleich. Ich hab gerade richtig Herzpochen, ey. Das ist das erste Mal, dass ich einen Raketenwerfer im Game habe. Oh. Okay. Die Zone kommt, die Zone. Nein, der ist... Nein. Komm schon. Jawohl, einmal erwischt. Okay, weiter. Jawohl! Junge, oh, das ist so nice, ey. Die Waffe ist so brutal, ey. Alter, wie geil ist das denn, bitteschön? Boah, nice. Oh, da ist noch einer. Okay. Ab geht's. Hallo. Was? Hab ich ihn nicht erwischt? Nochmal. Wo ist er hin? Hier. Ja, wo ist er? Weiter geht's. Einmal erwischt, okay. Nochmal. Wo ist er? Ja, Mann, Boys! Geil, Mann! Alter! Oh mein Gott, diese Waffe ist ja so brutal krass! Ach du Scheiße, Mann! Es geht nicht in meine Birne rein, ich raff das nicht! Alter, die macht halt genauso viel Damage wie der normale Raketenwerfer, aber in gerade solchen Situationen, im 1 gegen 1, oh mein Gott! Das ist doch so bekloppt! Kann mir doch keiner erzählen, dass diese Waffe normal ist. Oh Mann, ey. Klar, man muss auf sich aufpassen und so weiter, aber ey, das erste Mal die Waffe bekommen, Leute. Ungelogen, das ist das allererste Mal und direkt einen Win rausgeholt mit 2 Kills am Ende. Holy hell, ey. Richtig geil. Aber meines Erachtens ein bisschen OP, Leute. Ansonsten, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Haut den Like-Button nach oben und über ein Abo würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und in dem Sinne, hört auf zu campen und passt auf euch auf. Euer Oleg, haut rein.